Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sophie und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, das alte Jahr neigt sich dem Ende zu, also dieses Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir kommen bald ins 2023er Jahr und ich freue mich besonders drauf, weil ich mir ganz sicher bin, dass es ein tolles Jahr wird. Für mich war dieses Jahr auch ein sehr, sehr schönes Jahr. Also 2022 war ein sehr schönes Jahr für mich, weil ich da sehr, sehr viel lernen durfte. Vielleicht mache ich da noch ein Video drüber, aber heute geht es mal um was anderes. Heute möchte ich mit dir zusammen, möchte ich mich auf das Jahr 2023 vorbereiten. Und ich dachte mir, ich nehme dich einfach mal mit, weil ich mache das eigentlich jetzt schon seit Jahren so, dass ich immer am Jahresende nochmal schaue, was möchte ich noch erledigt haben. Was möchte ich vielleicht noch aussortieren? Was möchte ich vielleicht noch verschenken? Oder egal, jedenfalls schaue ich mir nochmal meine Sachen an, die ich eben machen möchte. Und ja, ich dachte mir, ich nehme dich mit. Ja, der erste Schritt ist für mich immer, dass ich nochmal gründlich ausmiste, weil gerade am Jahresende können wir nochmal einiges loslassen, was wir eben nicht mehr ins neue Jahr mitnehmen wollen. Und das mache ich jetzt gleich. Ich habe auch schon einige Sachen gefunden, die ich euch dann gleich zeigen werde. Aber ich finde, das Jahresende eignet sich auch dafür, dass man nochmal sein gesamtes Leben anschaut. Dass man nochmal schaut, okay, welche Freunde habe ich? Was läuft in meinem Leben gerade gut? Was möchte ich vielleicht noch verändern? Wie geht es mir gesundheitlich und so weiter? Also wie gesagt, du kannst dir einfach mal deine Bereiche anschauen. Vielleicht sind es bei dir andere Bereiche. Vielleicht möchtest du auch noch dir überlegen, ob du dich in deinem Tun wohlfühlst. Also sprich in deiner Arbeit oder in deinem Studium oder was auch immer. Ja, also ich finde immer, wie gesagt, das Jahresende eignet sich sehr gut, um nochmal all diese Bereiche anzuschauen. Also vielleicht, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, dass du da nochmal schaust, was du vielleicht im neuen Jahr verändern möchtest oder was du vielleicht vertiefen möchtest oder ob du vielleicht schauen möchtest, ob diese Partnerschaft überhaupt noch gut für dich ist und vielleicht möchtest du auch vor dem neuen Jahr diese Partnerschaft beenden. Also natürlich hoffe ich das nicht für dich, aber das ist, finde ich, immer ein. Ja, wie soll ich sagen, ein guter Moment, auch nochmal das anzuschauen, auch wenn das mal sehr schmerzvoll ist. Aber wenn du merkst, du bist in einer Partnerschaft, die dir nicht so gut tut, dann würde ich das echt nochmal vor dem neuen Jahr anschauen und dann überlegen, wie du halt im neuen Jahr damit weiter umgehst. Aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt einmal mit dem Ausmisten. Das ist ja mein erster Punkt, dass ich nochmal alles gründlich ausmiste und vor allem, und das ist ganz wichtig, dass ich mir nochmal anschaue, was habe ich bereits ausgemistet und dann überlege, wo ich die Sachen hingebe, weil ich habe noch so viele Berge, die ich ausgemistet habe. Ja, meine Mutter wollte jetzt noch das sehen, was ich alles ausgemistet habe. Und dann dachte ich mir, das war auch irgendwie so der Impuls, warum ich dieses Video mache heute, weil ich mir gedacht habe, das interessiert euch wahrscheinlich auch, was ich alles schon ausgemistet habe bereits. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch jetzt mit und zeige das nicht nur meiner Mutter, sondern auch euch. Also, viel Spaß. Schon mal random Sachen ausgemistet, zum Beispiel diesen Gürtel hier. Den habe ich zwar erst neu geschenkt bekommen von meiner Oma, aber der schaut auch schon richtig ranzig aus, leider Gottes. Also der ist, ja, nicht mehr wirklich zum Gebrauchen. Er schaut einfach wirklich nicht mehr so schön aus. Dann, das ist ein Kalender von 2022. Jedenfalls brauche ich den auch nicht mehr, weil ich ihn eh nicht benutzt habe. Dieses kommt also auch weg. Das ist so ein Chakra-Ding. Ich versuche mal das aufzumachen. Moment. Ich habe es geschafft, das auszumachen. Wie gesagt, das ist einfach ein Chakra-Set gewesen. Das sind so Sticker. Aber die werde ich auch ausmisten, weil ich habe sie nicht benutzt irgendwie. Man kann die zum Beispiel auf den Spiegel aufhängen oder so. Aber dadurch, dass der Spiegel, den ich hier in meiner Wohnung habe, nicht mir gehört, also der gehört meinem Vermieter leider, möchte ich den natürlich nicht bekleben, weil das wäre sonst irgendwie, glaube ich, nicht so cool. Auch wenn ich es ganz nett fände, aber ich glaube, ich werde die Sticker ausmisten. Wobei ich mir überlegt habe, dass ich vielleicht die Sticker als Geschenk drauflegen könnte, wenn ich mein Geschenk einpacke. Aber das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall möchte ich es nicht mehr behalten.
wollte ich nur kurz zwischendurch sagen. Ja, das hier habe ich schon mal ausgemistet. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber das werde ich jetzt definitiv wegschmeißen. Und tschüss. Bei dem Chakra-Set war noch so ein Ding dabei, das werde ich jetzt auch einfach wegschmeißen, aber ist nichts Spannendes. Ich würde sagen, wir bleiben gleich im Büro und schauen uns mal die Schränke durch. Das habe ich zwar schon oft gemacht, aber wie gesagt, am Jahresende möchte ich das immer nochmal tun und ich glaube, da werde ich aber nicht allzu viel ausmisten. So, hier ist jetzt in meinem Büro. Da sehe ich aber schon eine Sache, die ich ausmisten werde, beziehungsweise nicht ausmisten, sondern ich werde sie meiner Mutter zurückgeben, und zwar das Buch hier. Happy Minutes, 4 Minuten, die dein Leben verändern. Ich habe es nie gelesen und irgendwie, ja, es ist sicher ein gutes Buch, aber ich glaube nicht, dass ich es jetzt in nächster Zeit lesen möchte. Deswegen werde ich das meiner Mutter zurückgeben, ganz einfach. Das ist ein Geschenk für eine Freundin von mir. Also da drinnen ist ein Magnet und das werde ich ihr dann einfach auch bringen. Das ist der Magnet, den habe ich ihr von Matera mitgebracht, also von meinen Urlaub im Sommer. Ich habe sie leider seitdem nicht mehr gesehen, deswegen werde ich ihr das jetzt erst dann zu Weihnachten schenken, weil meine Freundin, ich habe einen Klotz im Hals, Verzeihung, meine Freundin sammelt nämlich Magnete und deswegen wird sie sich sicher freuen und sie wird sich sicher auch nicht mehr von erinnern, weil ich habe schon gesagt, dass ich ihr das mitgebracht habe, aber sie hat es sicher vergessen und deswegen ist es sicher auch eine schöne Überraschung für sie, glaube ich. So, das sind jetzt alle Sachen, die ich aus dem Büro quasi ausgemistet habe. Das ist noch dazu gekommen, so ein Buchträgerset, Trägerin, Sack halt von Tania. Dann ein Hausaufgabenheft, ich weiß nicht, wie das zu mir gekommen ist. Das war, glaube ich, irgendein Werbegeschenk, aber das ist eigentlich für Kinder, glaube ich. Also, ja, also auf jeden Fall für Kinder, aber ich habe es aufgehoben, weil ich ab und zu was reingeschrieben habe. Aber ins neue Jahr darf mich das nicht begleiten. Dann, wie gesagt, das Buch, das ich euch vorher schon gezeigt habe, das werde ich meiner Mutter zurückgeben. Dann der Kalender, das Ding hier, der Chakra-Set, so ein rotes Teil hier. Krimskrams, also Papiere, der Gürtel, 2 Stifte, die ich nie benutze, dieses Ding hier, also dann das Taschentuch, ein Plastiksackerl. Und ja, das ist nochmal das Ganze vom Büro. Und jetzt... Ja, das habe ich, wie gesagt, alles ausgemistet, aber jetzt wird es spannend, weil jetzt überlege ich mir, was ich mit den Sachen tue. Also eine Sache weiß ich schon, das ist das Buch, das ich eben meiner Mutter zurückgebe, aber das andere überlege ich mir jetzt. Jetzt in 2 Stapel aufgeteilt, das da werde ich noch weiter verschenken. Also das Hackerl ist ja auch wunderbar zum Verschenken. Das Buch gebe ich, wie gesagt, habe ich schon noch einmal gesagt, das gebe ich meiner Mutter. Dann das Schranke-Ding hebe ich eben noch auf für Geschenke eventuell. Und das Zeug werde ich jetzt leider entsorgen, weil das kann man irgendwie nicht mehr wirklich weiterschenken. Weil das ist ja ein Kalender, der ist für 2022 gewesen. Dann dieses Heft habe ich schon ein paar Sachen reingeschrieben. Wäre das noch leer gewesen, hätte ich es auch weiter geschenkt, aber dementsprechend kommt es auch weg. Also wird es weggeschmissen leider. Das Plastiksackerl will ich auch wegschmeißen. Ich werde alles einfach in den Sacker reingeben und dann kommt das leider auch in den Müll, ne? Tada, alles im Müll. Kommen wir also zu den Sachen, die ich bereits ausgemistet habe. Und das ist sehr viel. Sag ich gerade, was mich eh ein bisschen frustriert, weil ich einfach nicht weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Aber beginnen wir mal mit der ersten Schachtel, sag ich. Dem ersten Sackerl in Österreich. In Deutschland würde man Tüte sagen. In Österreich nennt sich das hier Sackerl. Ja, auch was mir was gelernt. Also gut, nehmen wir das erste gute Stück aus dem Sackerl. Das ist dieses Leintuch hier, was wahrscheinlich eh niemand mehr haben möchte. Aber ich werde meine Mutter, wie gesagt, auch fragen, ob sie es haben möchte. Dann. Das verstehe ich jetzt nicht, wie das sein kann. Da haben sich nämlich 2 Lavendelsäckchen hineingeschlichen, wobei ich das Grüne wahrscheinlich ausmisten werde. Das werde ich ausmisten und das Blaue werde ich behalten. Ja, kommen wir zu dem Geschirr, das ich euch sicher schon x Male gezeigt habe, und zwar das hier. Es hat eben dieses schöne Muster, wie ihr seht, das hier mit den Blumen.
Aber ich habe jetzt da sicher schon in einigen Videos gezeigt, dass das einfach nicht mehr zu mir passt, beziehungsweise dass mich das eben an meine alte Wohnung erinnert. Deswegen kommt dieses Geschirrset weg. Also das hat auch dieses Muster hier. Ist jetzt, also obwohl das eine sehr schöne Tasse ist, ich finde auch die Schüssel finde ich sehr schön, aber das ist nicht ganz mein Stil, ehrlich gesagt. Das habe ich, wie gesagt, von einer Freundin geschenkt bekommen und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das auf den Haben stellen werde, aber nicht verkaufen werde, sondern verschenken, weil ich sowieso irgendwie ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich das verkaufen würde, beziehungsweise möchte ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, weil ich es ja auch geschenkt bekommen habe. Deswegen wird sich da vielleicht jemand zu Weihnachten freuen, wer weiß. Ich schau mal, von welcher Firma das überhaupt ist. Hoppala. Made, handmade in Poland. Oh. Keramike. Na bitte, das klingt aber schon recht edel. Aber gut, das kommt auf jeden Fall auch weg. Dann dieses schöne Glas, das man eigentlich auch aus Vase benutzen kann, werde ich auch weggeben. Das werde ich jetzt noch meiner Mama abfotografieren. Vielleicht möchte sie das ja haben, was ich bezweifle, weil das irgendwie auch hier schon zugepickt ist mit den Sticker. Und ich glaube nicht, dass das ganz der Stil ist von meiner Mama, aber vielleicht, keine Ahnung. Dann das Buch hier, das der Slow, also nicht der Slow, Slow heißt das Buch. Das kennen sicher sehr, sehr viele Minimalisten von euch. Ich weiß nicht, ob ich das schon euch in einem Video gesagt habe. Ich finde, das hat einen sehr schönen Einband. Ich habe es auch ganz durchgelesen und hat auch gefallen. Allerdings würde ich mir das nicht nochmal kaufen. Und das war ehrlich gesagt auch ein bisschen ein Fehlkauf, weil ich irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe mich ein bisschen beeinflussen lassen von den anderen Minimalisten, weil die das so gehypt haben, dieses Buch. Und nicht falsch verstehen, ich finde es ein sehr gutes Buch, aber irgendwie habe ich fast alles schon, was in dem Buch drinnen steht, gewusst. Also klingt das ein bisschen groß, aber irgendwie weiß ich nicht. Also würde ich es mir einfach nicht nochmal kaufen. Aber auch das werde ich, glaube ich, auf Willhaben stellen, wobei ich dafür schon ein bisschen was, glaube ich, haben möchte dafür. Also so 3 Euro oder so, ich weiß gar nicht, wie das vorher gekostet hat. Aber es ist leider schon ein bisschen dreckig, deswegen kann ich das sicher nicht mehr als 3 Euro dafür bekommen. Machen wir aber weiter, bevor das Video ewig dauert. Also das ist ein T-Shirt, das ich schon ewig habe. Ich glaube, das werde ich heute einfach ins Kolbing geben. Das merkt mich auch schon richtig. Das ist so ein T-Shirt von Hardcore Café. Das werde ich auch einfach, glaube ich, in Kolbing geben und dann darf es auch weg. Ja. Follow Your Dreams, das habe ich euch sicher auch schon gezeigt, diese Kiste hier. Da befinden sich, Bienenwachstücher drinnen, eine Regis.de, die ich aber aufhebe, warum auch immer die da drinnen ist. Dann ist mir leider diese wunderschöne Kugel runtergefallen. Die habe ich nur da reingegeben, damit sie nicht nochmal runterfällt. Die ist leider zerbrochen. Sehr schade, aber die werde ich meinem Freund geben, weil der möchte sie haben. Er möchte irgendwas basteln draus. Ob das irgendwann mal schafft, das weiß ich nicht, aber ich gebe es ihm. Genau, das haben wir. Dann ist das Teil hier drinnen noch in der Kiste. Das ist auch so ein Schwimmteil. Keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Und den Rest zeige ich dir gleich. Moment. So, das war also in der Schachtel drinnen, also in der Schachtel hier. Das Glas, wie gesagt, das Buch, eine Zahnbürste, 3 Kerzenhalter, die ich schon x Male ausgemistet habe. Ich hoffe, dass meine Mutter sie nimmt, dann Aura Soma 2-mal. Ich weiß gar nicht, wie lange die halten. Eine Uhr, dieses komische Teil hier und ja, das war so ziemlich das, was da drinnen war. Das kommt alles weg. Widmen wir uns den Kleiderschrank, weil da kommen auch einige Sachen weg, die ich bereits ausgemistet habe. Und das zeige ich dir jetzt. Oha, ich sehe gerade, da sind noch andere Sachen auch drinnen. Das ist ja spannend, okay. Also das habe ich alles schon mal vor Monaten ausgemistet. Mal schauen, was das alles ist. Okay. Also im ersten Sackerl waren ein paar Sachen drinnen. Zum Beispiel diese Stifte hier. Die CD. Nochmal Stifte. Ein Quittungen-Ding. Ein Seifenhalter. Eine Kette. So ein Roller hier. 2 Sackerl nochmal. Ein Räucherbündel. Der Teller hier und so ein Ding hier.
Und jetzt muss ich überlegen, was ich mit dem ganzen Zeug mache. Naja. So, kommen wir also zu den Kleidungsstücken, die in den Sackerl drinnen waren. Und zwar ist das einmal ein Leiberl von The Slow Level. Das ist ein nachhaltiges Level. Und ja, dann zwei Hardcore-Coffee-Leibeln in so einer Korallenfarbe, würde ich mal sagen. Eine Hose, die ist auch in so einem Beige. Eine schöne Hose in Türkis. Ein Levi's-Pulli, den ich auch lange Zeit getragen habe, aber jetzt nicht mehr. Ein Pullover von Grüne Erde in so einem schönen Grünton. Und das werde ich meiner Oma zurückgeben. Das ist nämlich Leinen und es ist echt sehr schön, aber mir steht es halt einfach nicht. Also das ist die Ausbeute. Das habe ich alles ausgemistet. Immerhin 8 Kleidungsstücke. Ich hoffe sehr, dass meine Mutter sie haben möchte. Und ansonsten gebe ich sie eben in den Kolbing. So ist das. Ich wollte ja eigentlich einen Weiberflohmarkt machen, aber irgendwie hat das nicht stattgefunden. Deswegen darf sich jemand anderer darüber freuen. Ich möchte es nicht verkaufen, sondern ich möchte es eben weiter schenken. Und wir werden gleich sehen, wem ich das alles schenke. Meine Mama wollte nichts von den Sachen, deswegen habe ich die jetzt alle in das Sackerl gegeben. Und das werde ich jetzt gleich zum Kolben bringen. Den Levi's Pullover werde ich vielleicht meiner Schwester schenken. Ich habe sie gerade auf WhatsApp gefragt, ob sie den haben möchte, aber sie hat noch nicht geantwortet. Aber deswegen bleibt er erstmal da. Leider ist dieses Schutzöl leer gegangen und ich habe jetzt fast gar keine Öle mehr, aber dementsprechend kommt es auch weg. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Wir haben jetzt sehr viel ausgemistet und ich bin sehr glücklich. Und meine Mama wollte auch noch ein paar Sachen haben von dem Zeug, das ich ausgemistet habe. Sie wollte die Zahnbürste und die Teelichter haben. Die habe ich ihr in einen Sackerl hergerichtet und das werde ich ihr dann heute noch mitbringen. Und ansonsten finde ich auch, dass ich sehr gut weitergekommen bin. Den Sack fürs Kolbing habe ich schon hergerichtet. Also Kolbing ist eben eine Organisation, die, wo man Kleidung spenden kann. Und das mache ich dann gleich. Ja, und jetzt geht es für mich dann gleich noch auf den Christkindlmarkt. Ich freue mich schon sehr. Da treffe ich 2 liebe Freunde von mir. Also die kommen aus England. Da freue ich mich schon sehr darauf. Und am Abend gehe ich auch noch in ein Konzert. Und dementsprechend möchte ich mich jetzt bei dir verabschieden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, alles Liebe und eine schöne Adventszeit noch. Und ja, bis bald. Tschüss.